Ja, es soll in dieser Aufnahme um die Darstellung der Peer-to-Peer-Anlagen gehen und da starten wir am besten mal mit der Darstellung. Ich habe dazu eine Excel-Tabelle gemacht. Kann man natürlich auch hier wie hier in LibreOffice machen oder in Excel. Und da kann man, da mache ich das so, dass ich die Investment, die Tage, an denen ich ein bestimmtes Investment getätigt habe, wieder eintrage. Was ist also netto sozusagen rein oder eventuell auch wieder rausgeflossen, dass ich da eine Summe drüber habe und dann unten pro Monat darstelle, was für einen Zinszugewinn habe ich in dem Monat gehabt. Das sieht man hier bei Bondora Grow. Solange ich da noch investiert war, ist das mit steigenden Investitionen angestiegen, so 30 Euro im Monat. Und ich bin dann zum Beispiel hier im Juni rausgegangen, habe 6.000 Euro abgehoben und habe da zwar natürlich noch Zinseinnahmen gehabt, aber seitdem habe ich dann nur noch einen Mini-Betrag, sodass ich da im Bereich von im Cent-Bereich dann zusätzliche Einnahmen generiere. Aber insgesamt hat das 160 Euro gebracht, das ist ja auch nicht schlecht. So, dann neben Go und Grow habe ich auch immer mit dem normalen Bondora experimentiert, entweder indem man über diese Autokäufe dort etwas macht oder weil das meist nicht geklappt hat, über Zweitkredite, die ich gekauft habe am Zweitmarkt. Das kann man nicht wirklich empfehlen, da ist sehr viel ausgefallen. Die ausgefallenen habe ich gleich in so einer besonderen Zeile zusammengefasst, sodass ich zwar sagen kann, okay, ich habe einen bestimmten Bestand dort stehen, das sieht man hier, aber es läuft eben immer, laufen immer Rotkredite auf, die nicht zurückgezahlt werden, wo schon die Gerichtsvollzieher unterwegs sind. Das sind dann hier 223 Euro. Das belastet natürlich das Ergebnis, das bringt, ist insgesamt habe ich da 104 Euro bisher verloren. Die Zinsen sind zwar sehr gut in den Krediten, die noch laufen, aber die Ausfallrate von 10 bis 15% ist halt auch nicht ohne. Dass man sich freuen kann, wenn man in einem Monat mal ein Plus macht, das heißt weniger neu ausfällt, als Zinsen reinkommen. Wenn das jetzt noch länger so weitergeht, dann wird das am Ende wahrscheinlich auch ins Positive kippen. Wie das mit den ausgefallenen Krediten ist, naja, das wird man dann sehen. So, das erstmal zu Bondora und der Tabelle, die ich hier verfolge. Da gehe ich dann vielleicht später nochmal ein bisschen genauer drauf ein.